Ja, porten wir kurz. Na und rein da. Und jetzt schnell hier den Kram verhandeln. Oh, da oben ist die Quest abgeben. So, erstmal das da rein. Na komm. Ja, und der Rest, der wird hier verscherbelt dann. Brauche ich das jetzt eigentlich noch? Nein. Das ist natürlich nice. Da habe ich auch was Besseres. Also wird es auch verscherbelt. Das heißt, da muss ich noch die Magie ein bisschen und dann kann ich das auch tragen. Ah, nee, zu dir will ich gar nicht. Ja, nee, zu dir will ich auch nicht. Ich will zu dir. Ich brauche hier ganz, ganz viel von dem Zeug. Okay. Ah, das wäre ganz gut für das Pad, denke ich, aber nee, nee, verkaufen wir das. Verkaufen. 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 Ja gut, dann haben wir die bessere Schärpe, wenn wir Magie holen. Ja, verkaufen die auch. Weg damit. Und weg damit. Weg damit. Also die Startportalrollen. Mana-Tränke. Auch weg damit. Und was wir jetzt natürlich brauchen, ganz, ganz wichtig. Kaufen wir noch ein paar hiervon. Machen wir hier schön die 20 Stacks voll. Hiervon haben wir auch nochmal zwei. Obwohl wir nicht unbedingt brauchen. Gehen kurz hier oben die. Oh, hier die Quest abgeben bei dem Singsang-Mann. Ah, sagt ihr hier, ich bin mit dem Blutkopf bla bla Blünderer zurückgekehrt. Ja, dann springe ich tatsächlich den Totenkopf. Bring das Teil dahin, wo es wieder hergeholt ist. Okay. Jetzt kriege ich hier aber einen kleinen Ring, der schlechter ist und ja, ganz wenig. Goldpunkte nur, also kann ich auch zwei Gegner töten, nicht genauso viel. XP ist ganz ordentlich und ja, wieder ein bisschen Fame. Oh, hat wieder eine neue Mission für mich. Das hier wird mein bisher größtes Lied. Ja, hier dieser Alm-Agur, das ist ein Massenmörder. Und der kann jeden Helden töten. Ja, und da sagt er hier, vielleicht bin ich ja stark genug, um im Kampf zu überleben. Ansonsten wird es eine grausame Geschichte. Und ich soll in Ebene 6 und den Kerl da umhauen. Nehmen wir das an. Oh, jetzt haben wir hinten noch eine Quest, die wir abgeben können. Mit dem Kerl hier. Du hast es gefunden. Großartig. Jetzt kriege ich hier meine blöde Axt, die kann ich auch direkt wieder verkaufen. Aber wenigstens kriege ich hier gut XP, aber Geld ist natürlich wieder erbärmlich. Nun gut, hat auch eine Quest für mich. Hast du jemals deine Emberadern, die durch das Wasser fließen, gesehen? Ich habe gesehen, dass dieses Resultat von Shimmering Ember sein kann. Aber sowas bisher selbst noch nie gesehen. Okay, ich soll dieses komische Ember besorgen und dafür kriege ich hier sogar was, was ganz ordentlich ist. Nehmen wir die Quest natürlich an. Und hier unten haben wir noch einen kleinen Questgeber. Was will der von mir? Schon wieder irgendwas im Portal? Ja, jetzt sagt er hier irgendwas, erinnere ich mich an das Buch der Toten. Was ich ihm eben gebracht habe, das haben wir eben noch gemacht. Das ist ein Porträt of the Master. Tief in den Bergen verstaut wurde. Ja, und jetzt öffnet er mir wieder ein Portal. Um dahin zu gehen. Lassen wir das aber erstmal, das Portal.
und gehen hier, ja, die Hauptquest weiter. Ich hoffe, ich hab nichts vergessen. Aber ich soll, denke ich, alles dabei haben. Und die Stufen hinunter. Und hier sind wir im nächsten Dungeon. Ah, hier ist schon so ein dicker Kerl. Brauchen wir schon 4 Schüsse für. Machen wir die Urne kaputt. Nächste Urne. Auch nichts ordentliches drin. Hier kommen wir nicht weiter. Also gehen wir natürlich die Stufen weiter. Schön zwischendurch gelaufen. Nichts passiert. Holen wir das mit. Das andere lassen wir liegen. Ah, oh, sieht der Urne. Ein bisschen Gold. Hätte ich auch ein Petzen schicken können, das läuft eigentlich schneller als ich. Ja, hier können wir gut die Leute kaputt machen. Lass jetzt hier ein bisschen aufpassen mit dem Gift, warten wir das kurz ab. Können hier noch ein paar Gegner jetzt halt erledigen. Oh, das ist komisch, was sind das denn? Untote Kremlins. Ah ne, das sind Skelette. Halten wir einfach rein, treffen wir eh alle, wenn wir durch alles durchschießen und der Schuss 500 mal abprallt. Und wir haben wieder Level abbekommen und haben hier noch einen Ring gefunden. Und vor diesen Truhen, ich habe ja langsam Angst vor Truhen. Und da ist schon wieder eine Trap drin gewesen. Schießen wir hier ein bisschen gegen die Wände, so ein bisschen drumherum, Trickshot-Style. Und ein Portal, Leder, ne, das wollen wir nicht haben. Das sind zwei Hebel, ziehen wir einfach mal dran, da. Da geht eine Fackel an, da geht nichts an. Da passiert auch nichts, also ich muss wohl in der richtigen Reihenfolge drücken. Oh, ein Geheimgang hat sich geöffnet. Und da ist irgendwas. Hier erstmal eine Truhe mit einer kleinen Pistole, Mana-Trank nehmen wir einfach mal mit. Und hier ist schon wieder so Gift. Ah, jetzt kann ich wieder hier. Ja, was holen wir? Hier, holen wir das einfach. Ach so, ich glaube, das Enchanten, das ist gar nicht das Identifizieren, sondern dieses Aufwerten von irgendwas. Ich glaube, das ist super dämlich, wenn ich das nämlich dann hiermit mache. Ja, mal gucken. Also, ich werde das nächste Mal hier mit einem Gold-Item probieren. Oder vielleicht nicht mit einem Gold-Item, mit dem tollen hier, sondern vielleicht hier mit dem Helm, obwohl der eigentlich auch ziemlich gut ist. Ah, da oben ist noch ein bisschen Gold. So, okay. Eine kleine Zombie-Armee. Hauen wir kurz weg. Also, die weggeplatzt. Na komm. Na komm. Pop, pop, pop. Pop, pop, pop. Ohne. Nix drinne. Muss ich eigentlich jetzt den Geheimgang öffnen, dass ich hier weiterkomme? Nein, ich glaube nicht. Da war noch ein blöder Geist im Weg. Und hier ist wieder ein Hebel. Damit haben wir hinten die Brücke jetzt bewegt. Und hier geht erstmal gar nichts. Ah, okay. Ich muss den nächsten Hebel dann noch betätigen. Auch mal wieder ein paar Zombies weg, damit wir den Weg schon mal gesichert haben. Und hier ist wirklich viel los. Aber die halten ja alle nichts aus. Die fallen alle nach einem Schuss um. Und ich bin mal gespannt, wie der Explosivpfeil ist, weil... Ja, der Pfeil hier ist natürlich ganz nett. Aber vielleicht ist da so ein AE-Schaden besser. Obwohl der ja schon ziemlich viele Tages durch Sport. Keine Ahnung. Ich bin mal gespannt drauf, was da passieren wird. Ja, wenn ich die kritte, dann krieg ich die großen auch schneller kaputt. Nutzen wir mal hier das Ding. Ah, unnötig. Unnötig.
unnötig. Das war ja schon unnötig. Unnötig. Und bringt auch nichts. Okay. Haben noch zwei Plätze frei. Können das Bett kurz öffnen, dann können wir den Kram hier schon mal geben. Kann das dann wieder wegbringen.